Nur auf die Leitungen, um was zu machen? Alter, ich bin so vergesslich. Ja, jetzt weiß ich. Item-Beschleuniger, diese Item-Dinger da. Ich habe keine mehr, okay. Warum ist kein Eisen da? Bitte? Elektrischer Stahl. Hallo? Habe ich doch einen Auftrag gegeben? Ah, warte, 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 warte. Was kommt denn hier raus? Elektrischer Stahl. Was ist dein Problem? Es fehlt die Anbindung. Okay. Mein Fehler. Ich habe es nicht richtig gemacht. Irgendwas habe ich verbockt. Moment. Zum Beispiel auch Stillfall, wenn er da ist. Das freut mich auch immer sehr. Der Nico, den ich auch dann zum Mod gemacht habe. Weil ich mich einfach. Also, ich fühle mich von ihm auch hier verstanden. So, ne? In dem, was man macht. Ah, hier ist jetzt auch elektrischer Stahl. Guck mal. Das fließt alles durch. Ja, es ist einfach so. Ja. So ein kleines Zuhause halt mittlerweile geworden. Warum nehme ich die nicht eigentlich mit? Weil die eh drüben sind. Und das finde ich so toll. Das ist so. Da. Na, da fehlen noch ein paar. Da. Ah, noch ein paar. Noch ein paar weniger. Ups. Item habe ich ja schon ausgewählt. Ich habe keinen elektrischen Stahl. Das ist doch ein Unding. Ich habe doch gerade so viele reingelegt. Es kommt doch gerade keiner rein. Was habe ich denn falsch? Dürfte, aber. Moment, ich muss gerade gucken. War ich irgendwas falsch? Der läuft hier lang, hier lang, hier lang. Ja. Wer denn jemand hat ihn hier abgebaut? Diese Türen immer. Oh, lieber Major 20, vielen herzlichen Dank für dein Follow. Schön, dass du hier noch Abend hergefunden hast. Das ist, das erfreut mein Herz, wirklich. Das ist schön, dass du da bist. Sehr schön. Und fühl dich hier wohl. Du bist immer herzlich willkommen. Wir sind hier gerade noch ein bisschen am Rumbauen, irgendwie. Irgendwie kommt kein elektrischer Stahl durch. Wahrscheinlich hängt der da irgendwo in der Dauerschleife. Der hängt hier. Warum? Huch! Warum hängt hier alles? Ach, weil immer der Erstbeste durchgeht. Warum? Okay, ich brauche Itemleitungen. Geht halt jetzt nicht anders. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eigentlich brauche ich dafür auch gar nicht mehr die Chest, aber die Chest ist halt so genügsam. Ach so, ich habe ja Itemleitungen dabei. Also genügsam. ich meine, die ist einfach so angenehm gerade. Nein, einfach nein. Na, kriege ich dich? Oder muss ich nochmal eins runterbuddeln? Ach, komm schon. Das war nicht dein Ernst. Extrahieren, immer aktiv. Immer aktiv. Ich kann nicht schlafen, hab heute Geburtstag. Was? Du hast Geburtstag? Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber. Oder meine Liebe. Das ist jetzt nicht. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Lass dich doch feiern. Warum kannst du denn nicht schlafen? Hat das einen bestimmten Grund bei dir? Oder ist einfach heute nicht so dein Tag? Oder weiß ich ja nicht. So, jetzt muss ich aber lernen, also, eigentlich sollte ja heute dein Tag sein. Das wäre ja ironisch, wirklich. Aber vielleicht, ja. Ui. Na, vielleicht hat dich irgendwas erwischt. Vielleicht bist du erkältet, so wie ich. Oder
bisschen hibbelig. Kann ja alles sein. Heizumleitungen und so. So. Aber wie gesagt, dann bist du hier richtig. Ich kann auch nicht schlafen. Irgendwann sollte ich gucken. Ah ja, genau. Diese Dinger hier. So. 5 haben wir. Perfekt. Falscher Kosten. Da. Ja, du bist männlich, okay. Und zweitens, du bist aufgeregt. Zu aufgeregt. Warum denn? Was passiert dann an deinem Geburtstag? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was treibt dich dazu, an deinem Geburtstag so aufgeregt zu sein? Die Geschenke? Die 4 Geburtstagswünsche? Also, mich macht das zwar nicht aufregend, aber manche haben ja Angst vom Telefonieren mit entfernten Verwandten oder so. Also, das habe ich zum Glück nicht. Aber vielleicht bei dir? Oder es kann ja alles Mögliche sein. Kann ja einfach nur sein, dass du einfach nur glücklich bist und morgen geknuddelt wirst in der Schule oder Uni oder Arbeit oder was auch immer. Ausbildung. Kann ja alles sein. Da unten wollte ich jetzt nichts eingeben. So. Ja, wir haben nur ein bisschen. Sehe meine ganze Familie. Das ist doch schön. Das ist doch voll schön, die ganze Familie zu sehen. Also gerade zum Geburtstag ist das, finde ich schon, es sei denn, du magst deine Familie nicht so. Das gibt ja auch so. Gibt ja auch Fälle, wo das so leider ist. Hui. Okay. Ich müsste hier nochmal ganz abholzen. So. Oh Gott. Das wird viel zu viel Gute sein. Aber die brauchen wir dringend. Ui. Da ist noch was. Jo. Das ist doch sehr gut. Ah, das können wir jetzt auch wegmachen. Und dann würde ich auch hier demnächst Erde reinklatschen. Moment, ich nehme mal den Exkavator. So. Hey. So. Und das da. Jojojo. Schweinchen. Ist alles gut. Ist nichts passiert. Wo ist denn eigentlich. Habe ich echt nur 9 Blöcke abgebaut? Das wäre ja irgendwie wenig. Das wäre viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen mehr. Das reicht sogar. Hey. Jetzt kann ich wieder Seeds auslegen. Okay. So. Ich will so viele wie möglich hier auslegen nochmal. Weil wir so viel Jute brauchen. Die Jute. Um neue schöne Rucksäcke zu bauen. Ja. Für Expeditionen. Na. Wie sieht's denn aus? Ja, haben wir eine Linie fast gefüllt. Haben wir eine Line gezogen. Sorry. So. Ich sollte aufhören mit diesen schlechten Witzen. Das wird immer nur schlimmer mit mir. So, jetzt ziehen wir hier nochmal eine Line. Also, nochmal eine Linie. Sorry. Der schlechte Witz sollte jetzt nicht sein. So. Ach komm, das reicht. Das reicht. Dicke. Erstmal, für einen Moment. Während der Industriedünger da unten noch funktioniert. Alter, das wird ja ewig dauern. Also, Essen haben wir ausgesorgt, wie man gesehen hat. Wir haben so unglaublich viel Essen. Alter, Vater. Ich guck mal, wie viel Jute wir haben. Wir könnten die alle zu. Ah, da brauchen wir mehr. So, ne? Zack. Wir machen das mal so. Geht schneller. Zack. 14 Jute-Bundle, das sind zu wenige. Leider sind das viel zu wenige. Wir haben auch kaum Urlaub. Oh, doch, wir haben. Oh Gott. Wir haben genug Urlaub.
Ah, wir brauchten Fäden beim letzten Mal, ich weiß noch. Faden. Das war das Problem. Oh Gott, 31 davon. Ja, nicht? Wollen wir mal sagen. Wäre jetzt lustig. Jagen wir mal durch. Okay, vielleicht mache ich aus der Jute. Oder weißt du was? Wir werden so viel davon haben. Dann kann ich den Kollegen ja gleich eintauschen. Das erste Mal haben wir dann zwei große. Bisher hat es nicht mehr geregnet, komischerweise. Und so sieht's aus, wenn es dunkel ist. Kleine Berghütte unten im Tal. Ach, das sieht schon irgendwie schick aus. Gerade gut unten. Jetzt müsste man nochmal gucken, wie man das richtig schick macht, ne? Vielleicht, dass man eher einen Zaun drum zieht. Ja, das hat schon was. Da hinten eine Schmiede, die so ein bisschen lodert. Wir wollten noch einen Turm bauen. Ich glaube, da macht die Quarry nochmal sehr viel Sinn. Also die Quarry irgendwo platzieren, damit auch genug und genügend Steine reinkommen. Unterschiedlicher Formate. Ah, oh, ich finde das schick. Das ist etwas, was ich unglaublich schick finde. Dieses ganze Haus bauen gerade, das macht richtig Laune. Hätte ich nie erwartet. Also, ich muss mal ganz kurz mir ein Taschentuch holen, weil sonst rotze ich hier alles voll. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So, Entschuldigung, weil die Nase ist echt zu. So, jetzt machen wir wieder Licht an. Was wir machen könnten, so, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wir könnten einfach mal konsequent ganz viel Soja machen. Wir brauchen es ja zum Essen. Und warum dann nicht hier rein? Das kann ja in Ruhe durchlaufen, also wir haben da ja auch keinen Stress. Ah, Entschuldigung. Was wir brauchen, ist Jellorium. Wir haben zwar genug Jellorium-Barren, aber naja, der Kollege da hinten, das ist der große Reaktor, der frisst etwas viel. Und deswegen packe ich das mal da. So, wir machen ganz viel Jellorium. Dann haben wir auch die nächsten Jahre keine Probleme. Ja, hier läuft der Lachs, ne? Vorhin sagte noch der Kollege, ja, wir haben kein Gold mehr. Jetzt haben wir mehr. Definitiv, also so mit 1800 können wir schon was anfangen. Ich würde vorschlagen, noch ein paar Laufwerke zu bauen. 1K zum Beispiel, fangen wir mal an. Wie viel haben wir denn hier? Keinen. Was wird uns fehlen? Die Logic-Teile hier, der Logic-Prozessor. Dafür brauchen wir einen Logic-Schaltkreis. Davon haben wir mehr als genug. Die können wir mit den Silizium-Dingern zusammenknüpfen. 1, 2, 3. Da brauchen wir sogar fast nur die Hälfte. Und wir brauchen Redstone. Redstone. Jetzt hat jemand hier dieses Rohr abgebaut. Ich krieg die Krise. Die habe ich extra so schön eingerichtet hier. Eieiei, immer dieser gleiche Quatsch. Immer aktiv. Hey, läuft doch. Okay. 1, 2 und 3. Viel Spaß beim Durchlaufen. Wir sehen uns die Tage. Der braucht echt nicht lange, also. Ja. Der braucht aber. Ah, ne, der. Okay.
Und was brauchen wir noch, wenn wir die hier machen wollen? Brauchen wir Kalkulationsdrucke und die machen wir aus reinem Zertusquarz. Kalkulationsdrucke. Da haben wir noch viele ohne. Da brauchen wir auch noch wieder. Brauchen wir Silizium wieder? Das wird jetzt echt knapp langsam, ha? Und wieder Redstone. Redstone haben wir genug. So. Dann wieder 1, 2, 3. Okay. Also bei der nächsten Runde müssen wir ganz viel Silizium drucken. Ich hole noch mal ein bisschen Sand, also wir haben eh genug. Aber den Sand müssen wir dringend hier häckseln. Eigentlich könnte ich auch einfach hier eine Itemleitung oder sowas machen, aber dafür bin ich gerade zu voll. Oder ich könnte mehr von diesen, na, vielleicht doch, nochmal so eine hier hinpflanzen, so ein SAG-Malwerk. Mal so, ja. Ich sehe doch was. SAG, habe ich noch eine? Nee. Dann machen wir noch eine. Komm. Tut nicht weh. Tut wirklich nicht weh. Und nur noch diesen Metallrahmen hier. Dafür haben wir einen Basiskondensator. Zack. Und dann brauchen wir noch einen Trichter. Wir haben keinen. Doch, wir haben noch einen. Und wir nehmen nur einen Trichter und wir nehmen die Itemleitungen diesmal wieder. Und verbinden alles unten zusammen. Und wir brauchen eine Spitzhacke. Zack, zack, zack. Ja, die Spitzhacke kann hier drin. Hier hat die SAG-Mühle schon mal Strom. Das ist sehr gut. So, nicht so ganz. Nicht so ganz. So, dahin. Jetzt kann die SAG-Mühle einfach schon mal malen. Während wir hier auf der anderen Seite eine wundervolle Verschlussbildung bilden. Da. Der kann auch raus. Und eins, zwei. Ja, gut, okay. Die sind dann halt direkt immer aktiv. Immer aktiv. Immer aktiv. Ja, die laufen dann direkt ins System. Ist ja auch in Ordnung. Da müllen die nicht immer alles zu. Und jetzt kann ich hier wieder zubauen. Dann weiß ich definitiv, da geht es nicht hoch. Okay, so. Ja, ne? Und der gibt das leider nicht raus. Finde ich eigentlich sehr schade, aber was soll's. Na? Dann schieben die das raus. Ahahaha. Bevor ich das verpeile. Oh, mein lieber Scholli. Oh, mein lieber Scholli. So. Der wird dringend gebraucht. Jetzt brauche ich auch mehr davon. Das wird jetzt happig. Aber dafür macht das. Jetzt brauche ich einen oktatischen. Oh, ich habe noch einen oktatischen. Guck mal, da läuft der Lachs. Jetzt bekommt er den hier und tschö. Die baue ich gerade hier hinten rein. Der kommt da rein und der kommt da rein. Okay. So, jetzt haben wir die hier. Guck mal, den Trichter können wir jetzt auch weghauen. Den brauchen wir hier jetzt nicht mehr. Ja, und die. Aha. Aha. We got a big problem, I see. Moment, da. Das will ich mir angucken. Nicht mit mir. Entschuldigung. Herbst heute. So. Ja, da ist doch ein. Alles gut. Alles gut. Guck mal, jetzt läuft's raus. Und der kann munter weiter drucken. Alter Vater. Gleich könnten wir theoretisch. Wie viel Silizium? Okay. Mit Silizium holen wir jetzt tatsächlich auf. Ich würde gucken. 1K. Können wir noch ein paar machen? Ja, guck mal. Und wie wir die machen können.
Ich hoffe, ich habe nur genug Zertus-Quarzkristalle. Nicht, dass ich dann am Ende hier sitze und dann sage, na, wir haben so ein kleines Problem. Kleine. Oh ja, ich habe es mir schon gedacht. Wir brauchen Quarzglas. Oh ja, da haben wir nochmal auch noch ein bisschen was. Sehr gut. Und dahin. Was da? Und Batz. 50. Ich würde aber tatsächlich erstmal noch die fertig machen. Da kommen ja noch ein paar. Naja, wobei. Jetzt haben wir nochmal drei. Das. Und dann kommen die hier. Da brauchen wir wieder Quarzglas. Das ist nicht so gut. Das ist wirklich nicht so gut. 16K Zellen haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die hier. Ja. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch diese. Wie heißen die Dinger? Ach, weißt du was? 64K. 64K. Einfach eingegeben. Zack. Okay. Einen ein paar gemacht. Egal. Ja. Also, ich habe gehört, wir werden kein Speicherproblem haben. Okay. Also. Ich konstatiere, ja. Wie viel Zertus haben wir denn noch? Oh ja, so ein bisschen haben wir noch was. Tatsächlich würde ich das jetzt nicht überspitzen wollen. Ah, wir haben keinen Redstone mehr. Wir brauchen tatsächlich ein bisschen mehr Redstone. So, dann knallen wir hier nochmal Redstone rein, nicht, dass ich dann gleich wieder in die Verlegenheit komme. Dass ich Redstone überall brauche. Na, hier würde ich nicht so viel brauchen. Okay. Ja, also, wir haben. Wir haben so ein bisschen haben wir was, ne? Zumal es werden ja immer mehr 64er. Und die. Also, ich meine, die packen 64 mal von. Also 65.000 von einem Typ. Von 63 Typen rein. Also, das heißt, wenn wir 65.000 Steine haben. Vom gleichen Typ. Ja, ne? Dann hast du Spaß. Und wir produzieren schön. Durch, bitte. Ne? Genau. Die arbeiten sich auch hier durch. Eisen, Alter. Das ist eine Maschinerie hier gerade. Zumal wir bekommen ja immer mehr Weizen. Ich meine, das ist ja jetzt nur der Anfang, ne? Der Anfang allen Übels. Wir müssen das noch brennen später mal. Was habe ich hier gebrannt? Oh, gegerbtes Leder. Krass. So was? Wir machen das so. Ah, Moment, hier unten habe ich. Ah, das passt schon. Da passt schon irgendwie so. Ja, was? Wie war das nochmal mit dem gegerbtes Leder? Ja. Ja, moin. Drei sind's. Ich lasse mal drei hier. So. Nicht. Okay, also wir haben Platz für alles. Wenn wir auf Reisen gehen, wenn wir. Also ich habe extra noch die Quarry-Sachen hier irgendwo mit dabei. Ich würde die aber gerne färben mit irgendeinem schönen Farbmittel. Farbmittel. Ihr wisst, was ich meine. Kann man irgendwie dem noch einen schönen Anstrich jetzt geben? Habe ich irgendwas da? Es kann sein, dass ich gleich niesen muss, weil ich. Ja, ihr wisst ja. Ah, oh, Entschuldigung. Oh, ich kann mir nicht mal die Hände vor die Nase halten. Alter. Entschuldigung. Okay, einen violetten. Und einen. Ja, wobei, grün erkenne ich nicht.
Hellgrün erkenne ich. Was ist das denn? Magenta. Das ist okay. Einmal hier. Ah ne, Moment. Was ist da? Das ist ein Grün. Und der blaue ist halt so für Gedöns, ne? So. Hier sind die wichtigsten Sachen drin. Ja, und die kann ich halt immer unterscheiden. Ja. Also, ich würde mal sagen, ganz erfolgreich. Ich würde sagen, aber weil ich das ein bisschen schicker finde, wenn wir das umdrehen. Ja, der Justin da hat das schon gemacht. So, Moment. So. Wow. Ich hab Schieß. Vor diesem Ender. Boah, hab ich mich gerade erschreckt, Alter. Kann man besser reingucken. Es ist sonst so irgendwie... Boah, hab ich mich erschreckt. Sorry. Moment. Komm her. Einmal da und einmal da. Sorry, ich will das einfach nur ein bisschen höher heben. Alter. Das war ja einfach so ein Teleport, mehr oder weniger. Schock des Lebens gerade bekommen. Ne? Ja, der läuft heiß. Der läuft richtig heiß. Wir müssten mal so einen Kühler. Wie kann man den kühlen? Da. Den da. Ah, wie benutzt man den denn? Wir haben so einen. Ich würde mich gerne mal... Weil dann steigern wir nochmal die Produktion um einiges. Ja, ne? Gleich haben wir hier alles durch. Der läuft auch flotti galotti. Ich hole mal noch ein bisschen Hellorium. Also, Entschuldigung. Das ist einfach so... Ja... Also der produziert jetzt genug Ticks hoffentlich. Also genug Zeug. Damit wir auf Dauer... Oh, nee, nicht hier. Dahin bitte. Das packen wir jetzt gerade mal hier. Also ich hoffe, der produziert so viel an Strom. Also 32.000 ist viel. Also, wir kriegen den Reaktor halt auch nicht leer. Das ist halt das Fiese gerade dran. Hm. Hoffentlich brauchen wir nicht nochmal irgendwann einen. Also, gerade wenn wir jetzt noch die zweite Quarry machen. Ich mach noch den Rest 1K-Dinger hier. Zack. Zack. Oh, es sind nochmal 64 geworden. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt aus den. Ha! Kein Quarzglas mehr. Ja. Wir brauchen dringend Quarzglas. Ja. Okay. Also wir bräuchten... Wie macht man nochmal Quarzglas? Wir brauchen Zertusquarzstaub oder Netherquarz. Oh, wir haben doch so viel Netherquarz. Das jagen wir jetzt einmal durch und dann kommt da genug bei rum. So. Ja, komm. Das schieben wir noch mit. So. Dann nehmen wir die raus. Knallen wir den rein. Können wir den wieder hier oben hinschieben. So, jetzt kann das Netherquarz auch weiter schon durchlaufen. Ne? Sorry, dass ich das gerade so ein bisschen dreist mache. Aber es ist gar nicht mal so leicht, viel Netherquarz zu bekommen. Moment mal. Das kommt. Die packe ich halt runter, weil die zapfen halt immer nur hier runter ab und dann. Ja, hier. So. Ah, oh, jetzt geht's aber rund, Alter. Zack, 20 haben wir jetzt. Läuft der Lachs, was soll's.